ist schön, dass ihr da seid. Kurz zu meiner Person, ich bin die Enkeltochter des Veranstalters Peter Kühn, den ich kurz näher vorstellen möchte. Peter Kühn, also mein Opa, wurde am 2. August 1946 im Sternzeichen des Löwen geboren. Er wuchs in Nussbach auf und übersiedelte 1954 mit seiner Familie nach Wartburg an der Krems. Sein Interesse an Gedichten sowie seine Gabe am Schreiben entdeckte er erst in späteren Jahren. Mit rund 45 begann er für etwaige Anlässe wie Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Gedichte selbst zu verfassen. Die über die Jahre entstandene Lyrik fasste am heutigen Abend in einem Querschnitt aus seinen Werken zusammen. Verständliche Wortwahl, klare Ausdrucksweise, für jedermann leicht zu verstehen und doch berührend und emotional sowie zum Nachdenken anregend. So möchte Peter Kühn seine Lyrik verstanden wissen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und viel Vergnügen. Eigentlich hätte ich ein ganz lautes Organ, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich mit dem Mikrofon spreche. Ich begrüße auch alle Gäste sehr herzlich, alle, die sich mit genauso wie ich mich auf diesen schönen lyrischen Abend freuen. Und wer ich bin, mein Name ist Caroline Reschl und ich bin schon seit vielen, vielen Jahren bei der Freundesliste der Familie Kühn eingetragen. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Ich bin auch sehr stolz, dass ich ein paar einleitende Worte hier sprechen darf. Und zwar Worte über eine Familie, die was ganz, ganz Besonderes ist. Einmal herzlichen Dank für die lieben, netten Worte zu meiner Person. Die Caroline hat sich heute Zeit genommen. Sie ist Direktorin der Dr. Schärfschule in Wels. Sie hat sicher viel um die Ohren, hat 18 Klassen zu betreuen, davon viele Behinderte in der Klasse. Also sie hat sicher andere Dinge im Kopf als dieses Event heute. Danke nochmal, dass du da warst und für deine Kinder. Liebe Freunde, liebe Gäste, guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Lyrikabend. In unserer Mitte begrüße ich die Menschen, die diesen Abend mit Leben erfüllen werden, nämlich Martin, Iris und Siege aus Vorderstoder. Meine Enkeltochter Lisa sowie Enkelsohn Janik, die so der Mutter Erde auch entspringt. So ist das Leben, das wie diese damit auch beginnt, sich formt und wächst und sich entwickelt dann zu einer festen Größe und auf dem Weg dorthin sich gibt auch manche Böse. So stehen auch wir im Schatten einer Zeit, doch stets bereit, nach langen Formen, Biegen, Kneten aus diesem auch hervorzutreten, um jener Zeit doch selbst den Stempel aufzudrücken. Ich weiß sehr wohl, dies kann geschehen, manchmal auf andere Leute Rücken. Doch mussten wir uns selber zuvor auch oftmals bücken. Als Kind wirst du behütet und geliebt. Doch irgendwann musst du selbst entscheiden, wohin die Reise geht. Und der Erwartungsdruck ist oftmals viel zu groß. Doch unsere Träume, Illusionen lassen wir uns von niemandem zerstören, denn unsere Träume sollen uns gehören. Steven!
ist das Momentum, in dem wir denken oder glauben, alles zu wissen. Doch dies ist eine Illusion. Denn im nächsten Augenblick ist alles anders. Denn das, was heute und gestern war, hat seine Gültigkeit verloren. Mit unserem Wissen. Wir glauben oft, alles zu wissen. Doch wenn wir alles hinterfragen, es ist oft ein Gedankenspiel, dann merken wir es an manchen Tagen. Doch viele von uns wissen schon, dass dies nur eine Illusion. Denn mit unserem Wissen nichts zu wissen, dies lässt unseren Geist nicht wirklich ruhen. Und es plagt uns dann auch das Gewissen bei dem Versuch, etwas zu tun. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Das wäre nicht nötig gewesen.